Ich darf Sie natürlich ganz herzlich willkommen heißen zur Sicherheitswoche. Mit der Sicherheitswoche in Mühlacker möchte die Polizei unserer Bürgerschaft über die vielschichtigen Ursachen der Kriminalität aufklären und konkrete Angebote für mehr Sicherheit aufzeigen. Eine Woche lang dreht sich in Mühlacker alles rund ums Thema Sicherheit. In einer gemeinsamen Aktionswoche der Stadt, des örtlichen Polizeireviers sowie des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe haben interessierte Bürger Gelegenheit, sich darüber zu informieren, wo und wie sie ihre Sicherheit schützen können. Aufgrund des Zuwachs der neuen Medien ist im Bereich Internet und neue Medien am interessantesten im Moment, wenn wir Vorträge halten, aber auch im Bereich der politisch motivierten Kriminalität. So im Bereich Extremismus, im Bereich krimineller, politisch motivierter Islamismus, Gefahren für Jugendliche im Bereich Salafismus. All diese Themen interessieren gerade Schulen, Lehrer, Rektoren, aber auch die Allgemeinheit, und da haben wir eine große Nachfrage. Neben der Wanderausstellung Kriminalprävention, die im Rathausfoyer zu besichtigen ist, gibt die Polizei eine Woche lang in verschiedenen Einzelaktionen Tipps zum Thema Sicherheit. Den Auftakt bildete am Montag das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, das auf dem Kelterplatz Station machte. Im Sicherheitsmobil erwarten die Bürger verschiedene Möglichkeiten der technischen Sicherung ihrer Wohngebäude oder ihrer Eigentumswohnungen. Das heißt, wir haben Exponate hier aufgebaut und dargestellt und informieren die Bürger dahingehend, wie sie ihre Wohnungen sicher machen könnten. Zum Abschluss der Sicherheitswoche wird sich das Polizeirevier Mühlacker am Freitag am Einkaufszentrum an der Drehscheibe mit einer mobilen Wache präsentieren und dort auf Bürgerfragen Rede und Antwort stehen.